Türen lassen wir alle schön auf. Dann darf das Biest durch die Waffenfallen laufen. Und unser Militär sammelt sich S, Shift A, Shift B. Beide Trupps. Hier. Also ja, ich denke nicht, dass irgendein Forgotten Beast oder Titan oder Goblin Überfall oder irgendetwas anderes, außer die Sachen ganz, ganz unten, die ich nicht spoilern will, dass uns irgendwas davon wirklich gefährlich werden kann. Außer es kommt so eine Kombination mit tödlichem, ansteckbarem Staub, der jeden sofort umbringt. Und ja, sowas gibt es. So. Pause. Wo ist das Biest? Ungebetener Gast. Ja, und du bist wo? Du bist da. Folgen. Oh. Oh, stopp. Den Haupteingang. Also S, Shift A, Shift B. Geht bitte hier hin. Das kam irgendwie unerwartet. Wollen wir die Brücke hochziehen? Es ist ein Lama, es kann also nicht fliegen. Und es steht auch nichts da, von wegen, er hat irgendwelche Schwingen oder dergleichen. Aber nee, ich denke, unser Militär wird schnell genug da sein. Warum bist du noch nicht oben? Achso, der prügelt sich gerade durch die Hedgecover, durch die Luke. So, Militär, wo seid ihr? 1, 2, 3, 4 Zwerge von 2 Trupps. Also von möglichen 20, das ist nicht besonders viel. Kommt der Rest auch noch? Er hier hockt einfach so da rum und starrt vor sich hin. Ist ja auch nicht schlimm, wir sind ja bloß im Kriegszustand und so. Und du hast direkt die Befehle bekommen. Wer bist du? Beinen. Wenn du weiter da stehen bleibst, kriegst du eine Einzelsession im Danger Room. Komisch. Da kommt das Biest. Und wir haben 5 Zwerge unten. Wovon nur einer ein blinkender Zwerg ist, also nur einer ein legendärer. Und hey, das doofe Viech macht unsere Brücke kaputt. Oh, zerlegt unsere Brücke. Ich glaube, es ist keine gute Idee, eine Brücke zu zerlegen, wenn man selber draufsteht. Aber, was weiß ich schon. Moment mal, wenn jetzt das Viech die Brücke zerlegt und dann selber runterfällt, dann haben wir keinen Haupteingang mehr und wir können selber auch nicht raus. Wir können es angreifen. Ja, ich hätte eigentlich ganz gerne die Brücke schon. Und wir können einfach eine neue Brücke bauen. Nee, komm. Lass das Viech mal weitermachen. Das plumpst gleich runter mit den ganzen Trümmern. Vielleicht geht da auch irgendwas von dem Viech kaputt. Und danach wird es von unten wieder angreifen. Das heißt, wir haben dann mehr als genug Zeit, wieder nach unten zu laufen und so Leute da zu positionieren. Und in der Zwischenzeit bauen wir einfach eine neue Brücke. So. Und warum sehe ich da schon Blutflecken? Bist du verletzt? Nö. Muss noch von irgendeiner anderen Belagerung kommen. Das dauert aber ganz schön lang mit der Brücke. Na komm, wir haben 4, 8, 9 Zwerge. Die werden langsam auch ein wenig kirre. Wenn sie sehen, dass irgend so ein Riesenlama ihre Brücken zerstört. Da wollen sie töten. Auf sie. Und der Chef hinten her. So, ganz viele Spinnen. Oh, Nexarian wurde mal so gewone-hitted. Okay. 4 andere Zwerge sind in Fallen getappt. Oh, Fuller ist tot. Sorry, Junge.
So viel dazu, dass uns kein Biest irgendwie gefährlich sein kann, ha? Huh? Floodgate zu, Floodgate zu. A, Shift P. Die Brücken ziehen wir auch einfach mal alle hoch. Seaboard ist tot, das ganze Militär ist tot. Was ist das? Also ja, als da stand, gib Acht auf die Spinnennetze, dachte ich, das wäre so ähnlich wie bei dem anderen Viech, das denn alle 10 Sekunden mal ein Spinnennetz gespuckt hat. Aber das ist jetzt einfach nur krank. Also es hat riesige Fontänen von Netzen ausgespuckt und jeder davon getroffen wurde, war sofort festgeklebt. Und wenn er festgeklebt war und währenddessen auf einer Falle stand, dann war er auch gleich im Käfig. Das heißt, sie sind gar nicht alle tot, sondern die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind in den Fallen drin. Trotzdem übel. So. Wer bist du? Tapferer Recke. Golle. Guck mal, wie lange sich Golle halten kann. Golle ist tot. Kein Kratzer an dem Lama. Und das war unser Chef des Militärs, glaube ich. Oder zumindest des einen Trupps. Ja, Floodgate ist oben. Wir... Militär. Ja, wir haben noch recht viel von den Trupps übrig, aber die sind alle nicht zugänglich. Wie machen wir das jetzt? Also eigentlich müssten wir die Jungs irgendwie aus dem Käfig rausholen. Aber das dauert viel, viel, viel zu lange. Das heißt, wir machen jetzt noch ein paar Militärtrupps, die absolut grottig sein werden. Wir hätten gerne einen neuen Squad. Warum kann ich keinen neuen Squad erstellen? Hä? Need Commander to appoint Sub-Commander. Ach, unser Commander ist tot. Nobelmann. Captain of the Guard ist Buntefuß. Militia Commander haben wir keinen. Okay, dann sind jetzt die Hauler dran. So, jetzt dürfte ich aber... Ein Sub-Squad? Nein, ich will einen stinknormalen neuen Trupp erstellen. Ach, was soll's. Metallrüstung. Brilliant Busts. Und da kommt jetzt einfach jeder Hauler rein. Davon machen wir denn jetzt 3, 4 Trupps und hoffen, dass irgendjemand mit irgendeiner Waffe irgendwie das Viech trifft. Hauler. Ich hätte echt mein Maul nicht so aufreißen sollen. Mit uns kann ich jetzt eh nichts vernichten, außer es ist ein Supervirus und bla bla bla. 2 Minuten später kommt das Ding da an. Aber sowas hatte ich echt noch nicht, dass es so stark ist. Ich meine, selbst legendäre Kämpfer, ein Schlag tot, das ist nicht normal. So. Brilliant Busts. Okay. Noch einer, Metallrüstung. Aber das, die Metallrüstung-Uniform müsste, wenn ich mich recht erinnere, einfach nur sein, irgendeine Metallrüstung mit irgendeiner Waffe. Das heißt, die werden sich wahrscheinlich die ganze Goblin-Sachen schnappen. Hauler, Hauler. Ich hätte gern einen Befehl, womit ich einfach alle Zwerge auf einen Platz bringen kann. So eine Art Banner aufstellen oder dergleichen. Und dass dann einfach alle 160 Zwerge auf das Ding einschlagen. Okay, wir würden da vielleicht ein, zwei wichtige Leute verlieren. Also irgendwelche sehr hochskilligen Handwerker. Aber das würde ich dann sogar in Kauf nehmen. Aber momentan sieht das echt, echt übel aus. Also, noch ein Trupp. Metallrüstung. Also wir haben gleich... Warum bist du schon wieder leer? Haben wir jetzt Leute zweimal zugeordnet? Hauler, Hauler. Ja, wenn wir da was nehmen, nehmen wir es beim anderen weg.
nicht schön. Ich will doch bloß töten. Also, der ist jetzt voll. Der hier nimmt mal von weiter unten. Haben ja genug und so. So. Der, also der zweite Trupp war voll. Ne, dritte Trupp. Es wird unübersichtlich. So, der Trupp ist voll. Der Trupp ist fast voll, warum auch immer da jetzt schon wieder einer leer ist. So. Die beiden sind voll. Der hier ist leer. Ich fange mal von unten an. Wo ist unten? Hier ist unten. Leute mit gar keinem Namen, das ist auch noch besser. Gerade frisch dazugezogen. Haben noch nicht mal einen Namen bekommen. So, dritter Trupp. Wir haben jetzt unsere drei Notfallmiliztrupps. Die brillanten Büsten, die Schwerter der Robustheit und das Glück der Bücher. Ja, genau. So, C, D, E, Station vor den Haupttor. So, chop, 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 Jungs. Das Ding haut sich schon durch die Floodgates. So, und da kommen sie alle an, schnappen sie ihre Ausrüstung. Laufen viel zu viel hin und her und noch kein einziger steht da vorne. Pause. Es dauert mir zu lange. Also ich sehe schon jeden Moment das Floodgate brechen und das Ding hier reinkommen und wahllos Zivilisten töten. Haben wir noch irgendeine Möglichkeit, das Ding umzubringen? Also Fallen funktionieren nicht, da läuft das Ding einfach rüber, das wissen wir schon. Ausgefallenere Fallen mit Wasser- und Lavatanks und was weiß ich, können wir nicht so schnell aufbauen. Zumal wir noch gar keinen Zugang zu Lava gefunden haben. Wir könnten was auf das Ding runterstürzen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Also wir könnten jetzt mal anfangen, hier die Bodenplatten auszuheben. Dann zu channeln. Und dann stürzt diese ganze Platte hier runter. Das hatte ich schon ein, zwei Mal erwähnt, was dann passieren kann. Dann würde diese Platte weiter runterstürzen auf diese Platte, auf diese Platte, auf diese Platte, auf diese Platte und so weiter. Und eigentlich alles, was dazwischen ist, ist tot. Auch ein Riesenlama mit Azurschuppen. Der Haken ist nur, dass dann unsere ganze Festung nicht mehr wirklich begehbar wäre, weil das halt unser Hauptturm ist. Abgesehen davon, dass wir tierisch viele Ressourcen verschwenden. Ja. Und wir müssen erstmal sicherstellen, dass das Biest auch in diesem Turm hier bleibt. Okay, nee, das ist ein bisschen zu krass. Also okay, das können wir als Notfalllösung nehmen. Andere Fallen. Es kann keine Fallen auslösen. Also können es keine normalen Bodenfallen sein. Irgendwas rauffallen lassen? Ja. Wir könnten Speere auf den Boden bauen, die mit einem Schalter verbinden, den Schalter durchgehend drücken. Ähnlich wie beim Danger Room. Nur halt mit scharfen Waffen. Dauert aber auch viel zu lang. Was mit unseren Hunden? Tiere? Haben wir Kriegshunde? Nö. Wir haben Puppies. Puppies sind keine Kriegshunde. Oh, ich habe eine Idee. Wir bauen hier eine Zone und die wird deklariert als N, Pen and Pasture, und wir schicken jetzt, nein, nicht die Goblins, wir schicken jetzt alle Hunde in diesen Bereich und mal wenig Katze auch, das ist mir egal, wir schicken einfach alle Tiere, nicht dich, wir wollen nicht aus Versehen die Goblins dahin schicken. So, alle Tiere kommen jetzt hier hin.